Willkommen zum Spiel Nummer 6, Miami Heat gegen die Boston Celtics. Sollte Miami heute gewinnen, werden sie in die NBA Finals einziehen und dort gegen die Denver Nuggets spielen. Sollte Boston gewinnen, wird es noch in das entscheidende Spiel Nummer 7 nach Boston gehen. Von daher viel Spaß. Ich nehme euch heute mit. Wir schauen, was wir erleben hier in Miami. Und ja, NBA Basketball. Das erste Spiel für mich. Ich bin super hyped. Freue mich mega drauf. Dann nur noch von meinem Lieblingsteam, dem Miami Heat. Also, let's go Heat! Ja, sie haben auch weiße Trikots. Der hat in der Regular Season 70% Klatschwürfe gemacht. 70% getroffen. Damit ja. Spitzenwert. Ja, mit Abstand. Die Aaron Fox, krasser Typ. Aber heute Jimmy Butler. Let's go Heat! Let's go Heat! Let's go! Schmeckt der Mezcal? War hart. Aber ich hab's auch geschottet komplett. Shaquille O'Neal ist mit dabei. Und Heat-Fan. Der originäre Heat-Fan. Standard-Heat-Fan. Und der Jimmy. Jimmy Buckets. Ja, wir haben jetzt eine Stunde, bevor es losgeht. Wir sind am Kasaya Center angekommen. Direkt hier am Wasser in Miami. Und hier wird sich heute im Basketball gemessen. Miami Heat gegen die Boston Celtics. Überall gibt es schon Getränke zu essen. Marcus Smart, DPOY letzte Saison, krank. Die Miami Heat haben die Regular Season auf dem 8. Platz beendet und dadurch ist das schon extrem beeindruckend, wie sie sich jetzt in den Conference Finals so durchsetzen, so dominieren. Klar, jetzt ist Spiel 6. Boston hat die letzten zwei Spiele gewonnen, deswegen war es unglaublich knapp und interessant, spannend. Aber ich drücke natürlich Miami die Daumen. Let's go Heat! Das fühlt sich so surreal an. Einfach Shaquille O'Neal, Charles Barkley, 3 Meter entfernt. Corona-Bier 03, 17 Dollar. Ja, willkommen in Amerika. Das sind die Preise hier im Stadion. So, ich bin hier noch mitten in der Arena. Hier kann man sich mal den Ausblick anschauen. Hier geht's raus. Ja, das ist mal ein Ausblick und eine Position von dem Stadion. Eine Luxuskarosse nach der nächsten fährt hier unten in die Arena rein. Also in Miami sind die Leute schon nicht arm. Viele sind auch einfach mit der Yacht angekommen. Halten die unten am Steg an. Und kommt zur Arena. Boah, der Ausblick. Magisch. Butler.
Bucket im ersten Quarter. Zum Glück Bucket Tatum. Nein, Overtime, Jimmy Buckets, let's go. Rentnershow. Es sind noch 5 Minuten zu spielen. Das wird hier ein ganz schweres Stück. Aber die Celtics treffen auch alles. Jetzt scoren. Punkte machen. Zwei Punkte auseinander. Jimmy Buckets bekommt den End-One. Jetzt kocht der Hexenkessel. Alle stehen. Jawohl! 2,1 Sekunden noch zu spielen. Celtics 2 Punkte vorne. Gerade
Gerade wird gechallenged nach Jimmy Buckets, nicht zwei Freiwürfe bekommt, wenn beide machen jetzt die Overtime. So viel Druck auf die Schultern von dem Mann. Come on, Jimmy Buckets! Komm, Nummer 1. Nummer 1, komm! Ja! Schon Jimmy Buckets. Ja! Jawohl! Letzte Auszeit. Jetzt hat Boston noch 3 Sekunden, um einen Wurf zu machen. Genau für diesen Moment sind wir hier. Einmal in Miami. Spiel Nummer 6. Ein Punkt Unterschied noch 3 Sekunden. Jetzt müsste der Videoschiedsrichter nachprüfen, ob das vor oder nach der Uhr war. Tippen die den Ball noch rein. Und Boston gewinnt das Spiel. Es geht somit ins Spiel 7 nach Boston. Die Miami Heat bekommen 3 Freiwürfe. Jimmy macht die alle. Die sind mit einem vorne. Dann sind noch 3 Sekunden auf der Uhr. Boston inbound zu Marcus Smart, der verwirft den und dann unterm Korb Derrick White macht den rein und die Celtics gewinnen Game 7 in Boston. Wir werden sehen, was abgeht. Finaler Endstand somit 103 Heat, 104 Celtics. Ja, das hier mit dem Basketball, das ist ein Wechselbad der Gefühle. 0,2 Sekunden eher Abpfiff. Und hier wäre Meisterschaftsparty, Pokalübergabe. Und so sind schon alle auf dem Weg nach draußen. Die Sitze leeren sich. Was ein Event. Fahrradkops auf Streife. Yes. Was hat er gemeint? Ich weiß nur, next year oder so. Hat uns gerade der Police Cop vollgetextet, dass wir Miami-Fans sind und der ist Boston-Fan? Ja. Ich glaube schon. Was ein Asozialer. Beim Miami Police, ne? Miami Police sagt next year, next year. Mein Fazit zur NBA-Erfahrung. Mega geil. Ich bin selber Miami Heat-Fan. Es hat unglaublich Spaß gemacht, auch wenn am Ende jetzt Boston gewonnen hat. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wie das bei Fußballspielen der Fall ist. Es ist freundlich, es wird Stimmung gemacht, es hat Hochphasen, es hat Tiefphasen. Es ist aber alles in allem ein geiles Event. Die Leute laufen jetzt zu ihren Autos, laufen auf Partys, egal welches Trikot die anhaben, ob das ein Trikot von Miami ist, ob das ein Trikot von Boston ist. Es ist einfach nur Bombe. Ich muss das wieder machen, es war mega geil. Und ja, perfektes Erlebnis.